Anna von Brandenburg. Meine Lieben, wer war sie? Eine unbedeutende Prinzessin im ausgehenden Mittelalter? Eine Geschichte über Liebe, Leben und Tod. So wie es sich vor 500 Jahren zugetragen hat. Oder fast. Anna ist unser Zeuge. Semper idem. Anna von Brandenburg ist erstmal in der Klosterkirche beerdigt, unter diesem Kenotaph. Gott gab den Engeln Flügel und den Menschen die Fantasie. Das war so der erste Grund, warum wir überhaupt dieses Stück angefangen haben. Und dann ist ihr Leben ja schnell erzählt. Also sie ist früh verheiratet worden und ist dann eben im Alter von 27 Jahren verstorben. Und irgendwann, das war eigentlich für sich das 2008, war Anna von Brandenburg das erste Mal so ein großes Werk, also so dieses lokalpatriotische. Wir werden Brüder sein, das für sich reden. Und der Liebe, die kommt auch der Teil, weil das die Vater freut. Ein Schaden für sie wünsche ich, ein königlicher Maler. Kent soll er sein und quaken, wie ein großer Frosch, wenn er schläft. Quak, quak. Jetzt halt den Mund! Wie würdest du es denn finden, wenn dein Vater dir einen Frosch vor die Nase setzen würde? Und dann los, heirate! Die Wagen, die Pferde, die Verpflegung, so doll! Die Wagen, die Pferde, oh, die Verpflegung. Oh, oh, genau, ja! Ich bin sie. Ja. Und schau, Friedrich, wie die Sonne hier durch die großen Fenster fällt. Schön, wie eine von Gottes Hand geschaffene Statue. Mir geht es nicht gut. Sie ja bleibt sitzen. Das ist doch die Freiheit der Reise. Weiß Gott, mein Gemahl, ob es auf eurem Schloss auch so witzig, oder nicht witzig, lustig. Ja. So lustig zugeht. So voll cool. Ja. Es kommt eine schreckliche Geschichte jetzt, die dir erzählt. Und ihr müsst alle spielen, dass ihr fürchterliche Angst habt, wenn Jungfrau... Brandenburg. 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 Brandenburg, gnädiger Herr, muss es ausgerechnet Brandenburg sein? Hochwisch! Brandenburgische Eiche, das ist was, meine Herren. Es ist nicht alles Chanel. Es ist meistens Schlecker, kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg. Ich fühl mich heute so leer, ich fühl mich Brandenburg. Naja, es ist kein Heavy Metal. Da es euch offenbar die Sprache verschlagen hat, stelle ich mich selbst vor. Anna von Brandenburg. Ihr seid Herzog Friedrich von Holstein-Gottorf. Meine Güte, wie das wieder aussieht. Ich flehe dich an bei der Macht. Und der heiligen Gotteskraft. Sein Neffe Joachim. Joachim? Sollte die reizende Elisabeth von Dänemark ehelichen. Semper idem. Jetzt müsst ihr ein bisschen reden. Semper idem. Ja, so. Lasst uns das doch gleich noch machen. Wir können das tun, wenn ich irgendwann in ferner Zukunft den Text beherrsche. Na, geht's auch ein bisschen schneller. Zack, zack, zack. Wir wollen noch was schaffen. So hat es der Herr eingerichtet. Genau. Liebe braucht es doch nicht. Die göttliche Eingebung hast du aus dem Kloster. Also wenn ich ganz ehrlich bin, steht das hier aber ganz anders. Habt ihr da viel geändert? Das elende Bauerpakt möchte ich nicht noch eine... Tut mir leid, entschuldigen Sie. Das Auf- und Abladen hat etwas gedauert. Und dann, wir haben schon angefangen zu würfeln. Verzeihung. Mutter nicht jeden mitkriegen. Oh, das ist der verdreckte Kerl. Den Schall auf den Tüfel. Nicht weit von hier sind die Gebeine des heiligen Vizelin im Morast versunken. Kleine Herzen, wie geht es euch? Ich weiß nicht. Ich bin so müde. Ubi caritas et amor.
Deus ibi est, congregavit nos illum, Christi amor.